Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ich begrüße euch. Hi Leute, alles fit? Alles fit bei euch heute? Ich befinde mich heute wieder bei einem neuen Aufnahmetag. Es geht wieder von vorne los. Ja, ihr merkt es schon, es ruckelt wieder komplett. Ich habe 47 FPS in-game. Nein, das liegt nicht daran, dass mein PC plötzlich übel scheiße geworden ist, sondern daran. Ja, ich habe wieder ein bisschen zu viel vermehrt, würde ich sagen. Wir haben hier jetzt auch wieder ein bisschen mehr Wolle. Ich habe ein bisschen geschert. Aber ich muss hier ein paar töten. Also wirklich, es ruckelt so hart. Meine Farm produzieren auch langsamer oder und so. Weil die Welt einfach langsamer läuft. Das ist richtig schlimm. Und ich würde sagen, das tun wir mal als allererstes. Ich muss noch kurz mein Inventar leeren. Und dann geht's jetzt gleich los. Ich hoffe, ich habe mich übrigens nicht müde an für euch. Denn ganz eventuell wollte ich mich gerade kurz hinlegen, weil ich hatte heute Zeugnisausgabe. Hallo, kann ich mal bitte den Massenhit ausführen? So. Nee, ich wollte mich gerade kurz hinlegen, mich kurz mal ein bisschen ausruhen. Und plötzlich bin ich eingeschlafen. Und dann habe ich eventuell eine Stunde geschlafen. Und Leute, eine Stunde meiner Lebenszeit wieder weg, Alter, Mann, so ein Mist. Und jetzt hat mich gerade meine Schwester geweckt, um mir zu sagen, dass ich in 15 Minuten, wenn sie nach Hause kommt, die Tür aufmachen muss. Ja, Leute, ach, ich habe euch ja gesagt, das Leben mit Schwester zu Hause ist einfach hart. Immer noch unglaublich, wie viele Level es gibt, Schafe und Tiere an sich zu töten. Ach so, Leute, übrigens, Ziel ist es heute, vielleicht 2 weiße Schafe zu behalten, dass wir halt auch nur weiße Wolle machen, weil eine braune Wolle brauche ich eigentlich nicht. Aber ich denke mal, das kriegen wir hin. Denn, wie ihr seht, ich habe exakt jetzt noch hier ein paar Schafe. Und da hinten rechts in der Ecke steht noch ein weißes. Dann kommt nämlich ab jetzt nur noch weiße Wolle raus. Und das ist viel, viel besser, weil wir die halt zur Not färben können, wenn wir sie nicht mehr brauchen. Und ich habe auch schon wieder viel zu viel an Essensstuff. Holy shit, Mann. Das ist immer wieder übertrieben, wie viel die dann am Ende wirklich geben. Dieses Essen, was wir hier mal rausbekommen, das werde ich nie verbrauchen können, Mann. Einfach, oh Leute, ich werde unendlich lang mit diesem Essen leben können. Aber die Wolle, die kann ich direkt mal mit hochnehmen und einlagern, weil die Wolle, Alter, wir haben echt eine ganze Menge an Wolle. Die Wolle ist einfach wichtig, falls wir wieder mal, keine Ahnung, was brauchen, falls wir wieder mal denken, wir müssen jetzt unsere Villager fortpflanzen, und das kotzt mich richtig an. Das Ding ist, die Schafe können sich hier rüberbacken, indem sie hier rumbacken und dann hochspringen. Und dann schaffen sie sich, weil sie sich halt hin und her schubsen, sich da so ein bisschen hochzuschubsen, in Anführungszeichen. Und deswegen kommen hier halt immer wieder ein paar Schäfchen hin und oh, das ist richtig belastend. Dann muss ich immer die Ho holen und das hier einmal alles abernten und wieder hin und och, Leute. So, aber dann, oh, voll falsch rum, dann erstmal Abmarsch, denn ich will euch auch was zeigen. Ich stand so lange AFK wieder. Wir haben hier jetzt. Und ah, da ruft meine Schwester an, wie ich es euch angekündigt habe. Leute, ich bin gleich wieder da. Und soll ich die Tür aufmachen? Jo, ich bin wieder da. Oh, fuck, da ist irgendwas. So, okay, alles gut. Ja, ich stand eine ganze Menge AFK und jetzt ist hier wieder ganz viel neues Eisen drin. Ich denke mal, das sind 3 Stacks Blöcke, die wir dann hier raufrechnen können. Ist wieder ganz gut was ordentlich geworden. Und ebenfalls haben wir Weizen wieder ganz viel neuen Stuff, den ich euch direkt mal zeigen kann. Denn Weizen ist echt wow, Alter. Wir müssen mal. So, ich würde sagen, ich versuche jetzt noch mal eine Session hier zwischen zu lassen, wo ich nur warte und halt warte, dass hier das Weizen mehr wird. Und dann können wir im nächsten oder übernächsten Video einmal die Weizen oder das Weizen eintauschen gegen Emeralds und mal gucken, was aus den Doppelkisten an Weizen hier rauskommt. Denn ich denke mal, das wird eine ganze Menge und es wird vor allem auch lustig zu sehen, wie viele Level wir dadurch bekommen. Ich bekomme ja immer schon so viele Level durch allen möglichen Kack. Also wirklich, jetzt ist es ja unfassbar. Naja, Leute, wir wollen mal zum Hauptthema kommen, denn ich habe letzte Folge gesagt, dass wir das dann noch weitermachen und das will ich heute definitiv noch machen, definitiv auch noch machen, bevor ich irgendwas anderes tue. Denn sonst endet das nämlich wieder in irgendeiner Krise, die ich niemals beende und das wäre nicht gut, Leute. Das wäre echt nicht gut. Ich weiß auch vom letzten Mal, dass ich es immer ein bisschen verkackt habe, dass ich zu wenig von diesen Bricks, heißen die Bricks von den Steinziegeln halt gesetzt habe. Und dann schauen wir mal, ich will definitiv, ich habe noch so viele Pläne, Leute, das kann ich alles immer gar nicht in einer Session umsetzen und bis zur nächsten vergesse ich es dann wieder, das ist richtig, richtig schlimm. Ich will definitiv auch noch dort auf Höhe, keine Ahnung, 12, 13 gehen und dann erstmal alles ausheben, damit wir erstens schon mal einen Platz für unsere Farmingstätte, Farminghalle haben, die ich euch ja angekündigt habe. Und jetzt kommt so ziemlich der Hauptgrund, dass wir auch gleich einen Platz oder eine Farming-Area haben, wo ich halt ganz viele Dias bekomme, ne? Weil wenn ich da mit Eile 2 lang renne, werde ich halt die Dias en masse finden, so. Und das brauchen wir halt einfach, weil Dias echt wichtig sind und weil wir auch neue Picken etc. brauchen. Und Leute, och, es ist alles ein bisschen anstrengend momentan hier.
weil wir gefühlt alles brauchen, aber nichts haben. Und das zu farmen ist noch anstrengender und auch Hilfe. Naja, Leute, ich war, hab ja heute Zeugnisausgabe gehabt. Alter, Leute, das ist der beste Tag meines Lebens. Nein, Spaß ist es nicht, aber es ist echt wow. Oh mein Gott, das hatte ich noch nie. Ja, ich habe ja, wie ich euch immer erzählt habe, egal ob in Insta-Stories oder auf Twitter oder so, habe ich ja mal gesagt, dass ich in der Schule momentan übel durchziehe. Alter, da wird richtig gepumpt, Jungs, da wird richtig durchgezogen. Und ja, das hat sich heute absolut ausgezahlt, Alter. Das hat sich heute wirklich, da habe ich heute den Dankesstoß bekommen dafür, dass ich das halt wirklich so aktiv mache und wirklich da mich reinhänge. Und bin mit einem 1,67er Durchschnitt rausgegangen. Mit einer erweiterten Berufsbildungsreife, falls das was sagt. Ich weiß nicht, ob das in jedem Bundesländer mit den Abschlüssen so ist, aber ich bin der Meinung schon. Also jetzt nichts Krasses, weil ich halt nie einen B-Kurs hatte, weil ich halt übelstes Opfer bin, wenn es darum geht, aus dem Grund, weil ich früher in der 8. halt nie wirklich was gemacht habe in der Schule und deswegen es halt nicht geschafft habe, den B-Kurs oder in den B-Kurs zu wechseln. Trotzdem finde ich so ein 1,67er Durchschnitt ist schon echt, da habe ich mich schon selbst ein bisschen gemocht so. Und außerdem gefühlt, mein ganzes Umfeld hat es ebenso gefeiert und ich wurde angerufen. Meine Schwester hat mich gerade angerufen. Was ist denn los, Mann? Klar kann ich ja hin, aber komm, unterbringen, wo ist denn das? Alter, nicht, wo ist denn das? Was ist denn noch irgendwas? Oh, fuck, ich bin ja noch. Alter, ich hab immer so Glück, wenn ich AFK gehe und nicht die Welt anhalte. Ich könnte von allem getötet werden, was irgendwie hier kreucht und fleucht. Ja, aber ungelogen, mein komplettes Umfeld hat das irgendwie übelst positiv aufgenommen. Eigentlich hätte ich so gedacht, yo, ich war zwar nie gut in der Schule und ich bin auch, ich will mich nicht beliebt nennen, aber ich werde halt gut gemocht. Also ich habe jetzt keine Probleme irgendwie mit Leuten oder so in meiner Schule. Und ich habe gedacht, da kommt wenigstens mal so ein Streber oder so ein irgendwas. Alter, nee, die sind alle zu mir gekommen, die haben das alle übelst gefeiert. Die meinten alle, geil, Mann, richtig nice, ich bin stolz auf dich, haben sie gesagt. Das war richtig ein übelst positives Gefühl. Ich habe nie damit gerechnet, dass das so geil wird, nur wenn man halt gute Noten schreibt. What the fuck, Alter, gute Noten sind doch eigentlich nichts Krasses, habe ich früher immer gedacht, aber irgendwie, das ist richtig krass. Auch meine, ich habe das so dann, weil meine Mom das wollte, meiner Oma geschickt und meiner anderen Oma und auch der Mom von meiner Freundin und, Alter, holy shit, Jungs. Die haben alle so gesagt, ich bin richtig stolz auf dich. Das ist richtig gut, klasse, Mann, richtig geil, toll. Kannst dir gar nicht vorstellen, wie stolz wir gerade sind. Oh mein Gott, wir weinen. Okay, wir weinen, haben sie jetzt nicht gesagt, aber den Rest, der stimmt schon so. Was so übelst. What the fuck, Alter, das ist einfach nur, das sind Noten. Was geht bei euch? So richtig heftig krank, Mann. Habe ich übelst, ich weiß gar nicht, ich komme damit noch gar nicht so richtig klar. Dass man sich so freut, nur weil halt ein Typ geile Noten hat, so. Vor allem, ich glaube, das liegt halt auch daran, dass ich halt früher immer so ein, naja, Schlafer in der Schule war, der nichts gemacht hat. Also wirklich nichts. Und das hat auch meine Lehrerin mir gesagt. Das ist halt von ein auf den anderes, von ein Zeugnis auf das andere. So mein 10. Klassezeugnis war voll mit 3. Eine 2, glaube ich, eine 1 im Sport. Und der Rest war 4 und 5. Wisst ihr, wie ich meine? Und jetzt 10. Halbjahr ist es alles komplett voll. 7 Einsen. Habe ich 7 fucking Einsen. Holy shit, ich komme da. 7 Einsen. Wie schafft man es in Fächern, 7 Einsen zu bekommen? Holy shit. Ja, das ist halt, es ist krank, Alter. Es ist übrigens auch die ganze Zeit hier im Video ein weirder Flex. Ich entschuldige mich dafür. Ich will eigentlich gar nicht so doll damit flexen. Aber so, keine Ahnung, vielleicht ist ja irgendjemand von euch dazu inspiriert, weil ich hier von meinen positiven Erfahrungen damit erzähle, sich zu denken, oh, geil, Mann. Jetzt muss ich mich auch reinhängen. Nee, aber ich kann euch empfehlen. Bei mir hat es eigentlich nie Klick gemacht, aber irgendwie, ich möchte es niemandem sagen, der jetzt in die 8. geht und sagt, yo, scheiß auf die 9. Ich höre da einfach nicht zu und mach da nicht mit, weil ich kann ja in der 10. dann einfach richtig anfangen, wie du, Velation, zum Beispiel. Ich kann wirklich sagen, fangt einfach schon in der 9. an. Ihr müsst nicht so krank lernen und so krass hasseln wie in der 10. Aber so ein bisschen wenigstens zuhören ist schon angebracht, weil ihr glaubt gar nicht, ich musste so unendlich viel immer lernen, ich musste da mich da so reinhängen, dass ich den Stoff aufhole, den ich in den vergangenen Jahren halt nie gelernt habe, weil es mich nie interessiert hat. Das ist richtig, richtig viel gewesen und das ist halt ein viel anstrengender Weg, als hätte ich einfach in der 9. ein bisschen mehr mit aufgepasst und gut wäre gewesen so. Und dann kann ich halt euch halt wirklich empfehlen, so 9. aufpassen, vielleicht 8. auch schon, weil 9. ist auch schon teils echt viel Wiederholung. Und dann in der 10. müsst ihr richtig anfangen. Da müsst ihr richtig, egal wie scheiße es ist, schleimt euch bei jedem
jedem Lehrer ein, den ihr irgendwie kennt, Alter. Versucht überall Sympathiepunkte irgendwie zu wecken. Wenn ihr wisst, der Lehrer mag es, gegrüßt zu werden. Wenn ihr wisst, der Lehrer findet es nice, da und da drüber zu reden. Der mag es, wenn du das und das weißt. Und wenn er sowas öfter abfragt und du es weißt, feiert er das. Wisst ihr, wie ich meine? Dann macht das, scheiß mal drauf, wie das dann ankommt, solange es halt für euch gut ist, sage ich mal in Anführungszeichen. Und wenn ihr dann in der 10. so richtig durchzieht, richtig Gas gibt, glaubt mir, es ist ein unbeschreibliches Gefühl. Unbeschreiblich krank, wenn man ein halbes Jahr täglich oder fast täglich auf was hingehasselt hat, auch mal Leute dafür verschoben hat, weil man einfach keine Zeit hatte, um das zu machen. Und man dann dieses Ziel, was man dadurch erreicht hat, in der Hand hat und Leute einem dafür Props geben. So, wisst ihr, wie ich meine? Das ist unbeschreiblich krank. Und keine Ahnung, ich kann euch nur sagen, macht das so wie ich, Alter. Also, okay, das klang jetzt richtig komisch, wenn ich sage, macht das so wie ich. Aber versucht euch da wirklich ein bisschen reinzusteigern. Oder nicht reinzusteigern, aber macht es wirklich, naja, fangt halt an zu hasseln, bewegt euch, wisst ihr, wie ich meine? So. Und ich weiß, jetzt kommt wieder, aber ich brauch doch so viel, was wir da gar nicht, lernen gar nicht. Und das interessiert mich auch später eh nicht. Ja, Leute, es interessiert euch später vielleicht nicht, aber ihr braucht es nun mal, weil es auf dem Zeugnis einfach besser aussieht für jeglichen Betrieb, bei dem ihr euch bewerbt. Und glaubt mir, es ist absolut kein geiles Gefühl, sich bei 8, 9, 10, 12, 14 Firmen zu bewerben und keine Antwort oder keine Rückmeldung an nichts zu bekommen, weil ihr einfach ein scheiß Zeugnis habt. Glaubt mir, das ist nicht cool, Leute, das ist überhaupt nicht cool. Und jetzt fragt nicht, warum ich sage, das ist nicht cool, Leute, ich kenne das, ja. Also das ist echt einfach ein Kackgefühl so.